als Meister. Bericht der Nutzererfahrung. Genau genommen ist an diesem bestimmten Modell nichts auszusetzen. Es funktioniert genau wie es soll. Anders als die letzte Version ist es in der Lage, eine Rakete in Position zu bringen. Die Funken sind kein Grund zur Sorge, das gehört einfach dazu. Und es ist nett, dass die Federung nicht alles verschiebt. Es war definitiv nicht ideal, 5 Aggregatumwälzpumpen durchbrennen zu lassen. Gut, dass wir das hinter uns haben. Aber das war's auch mit den Komplimenten. Die Auflagefläche für die Torsionsfeder in Komponenten 6C scheint aus einem robusten Plastikmaterial gefertigt zu sein. Sie hält alles schön zusammen, bis sie auch nur ein klein bisschen warm wird. Und das ist ein Problem. Wenn man das Ding so verbaut, dass es direkt neben den Luftvorhitzern und dem Flüssigkeitsrührwerk sitzt, letzteres wird verdammt heiß. Was zur Hölle denkt ihr euch bei sowas? Ihr habt uns wirklich einige herausragende Produkte geliefert, aber die miese Haltbarkeit dieser Komponenten beeinträchtigt das Verhalten, was zu merklichen und viel zu häufigen Schwankungen beim Durchlaufen verschiedener Stadien führt. Mit anderen Worten, das Ding funktioniert so gut wie gar nicht. Kommt schon, wir haben es jetzt 6-mal getestet. Wenn ihr eure Produkte selbst nicht ordentlich prüft, müssen wir uns einen neuen Lieferanten suchen. Vorschläge für Hardwareverbesserungen. In der Nähe von heißen Dingen sollten keine schmelzbaren Komponenten verbaut werden. Im Idealfall sollte die Ladung eines Geschosses in den Raketenwerfer eines Schiffs dem Kunden keine schlaflosen Nächte bereiten, aus Sorge, dass bald das ganze Schiff in Flammen aufgeht. Änderungsvorschläge für Montagehinweise. Die Montagehinweise sind eigentlich gar nicht schlecht. Alles war klar und präzise. Die Diagramme sind sehr schön. Nichts ist angebrannt, also muss ich sagen, ich bin ziemlich erleichtert. Zusätzliche Kommentare und Bedenken. Produktdesign war schon immer meine Leidenschaft und diese Erfahrung hat diese Flamme wieder entzündet. Aber ehrlich gesagt gehen mir langsam die bissigen Kommentare aus, die ich in meinen strengen Nachrichten einstreuen kann. Das hier war dann wohl der letzte. Okay, dann gucken wir uns mal weiter um. Waffenständermeister. Zack. Die ganze Munition nehmen wir mit, die kann man immer gut verkaufen. Die hat nämlich auch gar kein Gewicht. Die Frage, finde ich hier noch irgendwas Interessantes? Ne, hier sieht es jetzt nicht danach aus. Hier haben wir noch eine interessante Halle. Was haben wir denn da? Oh, nice. Das kommt genau zur richtigen Zeit. Perfekt. Hatten wir nicht gerade einen Meistertresor oder so, den ich nicht öffnen konnte hier?
Kann auch sein, dass es gerade in einem anderen Gebäude war. Nee, hier. Ach du heilige Scheiße. Okay. Boah, da gibt's die richtig dicken Sachen drin, ey. Oh, Notfallverordnung. Achtung, Piraten haben eines der Frachtschiffe zurück zu unserem Standort verfolgt. Alle Arbeiter haben die Notfallverordnung zu befolgen. Erstens, wenn möglich, sämtliche vertraulichen Informationen und patentierte Technik zerstören. Zweitens, die Evakuierungsmaßnahme des Supervisors befolgen. Drittens, bei Gefangennahme keine vertraulichen Informationen preisgeben. Feldflasche. Waffenständermeister, so. Zack. So. Dann gehen wir jetzt mal hoch ins Flugschiff. Guck mal, was da drinne ist. Lagerschlüssel. Oh, let's go.
Wieder ein Lagerschlüssel. Feuer Phoenix, moin. Krümel Monata, moin übrigens an dich. Ich hasse das. Passt nicht. Der sieht für mich passender aus, aber der passt auch nicht. Der passt. Den habe ich jetzt reingesetzt. So, ich mache den jetzt erstmal dran. So, dann habe ich nämlich jetzt hier erstmal ein bisschen Ruhe. So, und dann setzen wir den. Ja, genau. Der kommt so. Dann kann ich den so. Genau. So. Dann haben wir jetzt noch den. Zack. So, warte mal, die haben wir jetzt hier, ne? Bam. Kriege ich das auch noch anders gelöst? Ich kann auch so machen, ja. Ist nicht so geil. Er hat kein Multiplayer, das Game. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier hinten hin.
gut, das Phantom, ne? Das ist halt so. Man weiß halt vorher nie, was man genau kriegt. Dafür brauche ich den Lagerschlüssel. Nice. Und hier ist ein Meister-Safe. So, und da hoffe ich, dass was Gutes drin ist jetzt. So. Zack. Den kann ich aber benutzen hier. Und da. Zack. Okay, wait. Hab ich schon da. Okay. Mir ist gerade verwirrt. Okay. So. Knapp 1000, ja. Oh, auf jeden Fall gut was mitgehen lassen schon mal aus dem Dings.
Daryl, wie oft sollen wir es noch sagen? Was der Kunde mit seiner Lieferung macht, geht uns nichts an. Lass die Fragerei. Das macht sie nur nervös und ist schlecht fürs Geschäft. Ob es Waffen, Champs oder Technik sind, spielt keine Rolle. Was der Kunde damit macht, ist seine Sache. Wenn etwas passiert, wollen wir damit nichts zu schaffen haben. Langsam wird das bei dir zur Gewohnheit. Stell das ab. Okay, hier haben wir noch 11 mm Munition. Okay, das ist auch nicht so geil. Moin, Otti. Schön, dass du auch da bist. Ah, hier ist echt gar nichts sonst, ne? Okay, hier ist, glaube ich, die dicke Kiste. Schlangenöl. Nehmen wir mal mit. Wer weiß, wie wertvoll die Sachen sind, ne? Man weiß ja nie. Hab ich hier nicht noch einen Lagerraumschlüssel gehabt? Geht's auf jeden Fall auch rein. Lebenszeichen, da gehen wir jetzt auch nochmal hin. Hier ist aber kein Lager, ne? Ich fände es geil, wenn man so eine Markierung setzen könnte. Wo man hin will.
Okay, da sind wieder so riesige Pilze. Es könnte sein, dass dort wieder so ein... Riesenmorphie ist. Scheint aber nichts rumzulaufen. Natürlich, da gehen wir mal hin. Ich krieg halt die letzten beiden Fauna-Sachen nicht abgeschlossen, ne? Das sind irgendwelche Kreaturen. Ich habe aber gar keine Ahnung, wo ich die finden soll. Hier machen. Bitte, hilf mir. Mein Bruder wurde von einer furchtbaren Kreatur angegriffen und wird nicht lange überleben. Er braucht ein Medipack. Oh, puh. Ich schulde dir was. Was kriege ich jetzt? Tut weh. Erhol dich. Wir gehen, wenn du kannst. Danke. Er ist eine Nervensäge, aber ich weiß nicht, was ich ohne ihn machen würde. Danke. Er ist eine Nervensäge, aber ich weiß nicht, was ich ohne ihn machen würde. Ich gehe mal eben pinkeln. Das frustriert mich, dass sie mir gar nichts gegeben hat.
So. Mensch, Anzi-Nono ist da. Anzi! Danke. Er ist bemerkenswert, aber ich weiß nicht, was ich ohne ihn machen würde. Ist Starfield ein Anzi-Game? Oder ist Starfield kein Anzi-Game? Hey, wie komme ich denn hier jetzt wieder raus? Ich gehe wieder zu meinem Flugschiff. Ich gucke mal, ob ich noch an einer anderen Stelle landen kann, wo ich vielleicht ein bisschen mehr Glück habe. Ich muss irgendwie noch zwei Viecher finden. Ich will das Spiel nicht schlecht reden, aber gegen Star Citizen hat's keine Chance, wenn das Spiel mal fertig wird. Ja, ja. Boah, schwierige Frage. Ich liebe Weltraum-Games über alles. Starfield sieht sehr, sehr geil aus, hat aber auch gut Aufträge etc., was man machen kann. Aber kaufen würde ich mir jetzt noch nicht, weil no money. Also ich sag mal so, wenn Bethesda hingegangen wäre und die hätten von Anfang an einen Koop reingebracht und hätten das Ganze immersiv gestaltet, sodass es keine Ladezeiten gibt, sondern alles wie bei No Man's Sky in einem zusammenhängenden Universum ist und man würde hier in Multiplayer durchfliegen können, dann wäre sämtliche Entwicklung an Star Citizen, glaube ich, überflüssig. Weil das wird auf jeden Fall den Casual-Spieler extrem abholen, das Game.
Wie gesagt, Anzi, mich stört's gar nicht. Also mich persönlich ärgert das nicht, dass es only Singleplayer ist. Ich sag mal so, selbst wenn Bethesda das jetzt als eine gute Grundbasis nimmt und die würden eine Art, also das nicht so wie Fallout 76, aber ein Starfield à la Fallout 76 als, ich sag jetzt mal, Live-Service-Game bringen. Aber so jetzt wie das hier, nur halt Multiplayer-mäßig noch. Dann hätte das Gigapotenzial. Ach du Scheiße. Der Star Citizen Fanboy schon gegangen? Scheinbar nicht mehr da. Der geht jetzt bestimmt in den nächsten Starfield-Stream. Thank you.
Oh, das ist böse. Ich muss es verlassen, ich muss neu machen. Da habe ich jetzt ein bisschen reingeschissen. Okay, wait. Da nehmen wir jetzt den. So, dann nehmen wir die beiden. So, warte mal, da habe ich jetzt den. Okay, die beiden sind dafür. Den mache ich hier. Den da. Und hier ein Einzelner. Das sind die, ja. So, da habe ich den. Ich kann aber auch so machen. Perfekt. Freust du dich schon auf Arc 2? Also jetzt schon zu sagen, sich auf Arc 2 zu freuen, ist so, wie als wenn du in einen Stream reingehst, wo jemand Starfield spielt und dem erzählen willst, dass Star Citizen, viel, viel geiler wird. Thank you.
So, das hier ist auf jeden Fall wieder ein Spot, der sich extrem zu looten lohnt. Das Looten in dem Game, ne, das ist so befriedigend. Macht richtig Spaß. Masse habe ich noch gut. Credits liegen ja nicht auf dem Tisch rum. Hier ist ein Kraftraum.
So. Nein, 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 nein. Okay, das war der Boss. Gerade sagen, das sieht aus, als wenn hier ein Geschütz auf mich ballert. So. Schauen wir uns jetzt mal in Ruhe hier um.
Hm. Schade, sind die Leichen schon despawned? Alien-Außertiere? Meinst du jetzt so Rassen? Alien-Rassen? Keine Ahnung, das kann ich dir nicht sagen. Also getroffen habe ich da in dem Bezug bisher gar nichts. Also was mich echt ein bisschen stutzig macht, ist, dass die Leiche von dem einen schon weg ist. Kann doch nicht denen ihr Ernst sein, dass die Leiche hier direkt despawned ist. Kritiktreffer mit ballistischen Waffen verursachen dauerhaft 5% mehr Schaden. Strong. Das macht mich echt traurig, dass der hier despawned ist, der Dude mit dem wichtigen Loot. Muss ich jetzt immer während der Fights sehr greedy versuchen, alles zu looten direkt.
Boah, zweimal, nee, fünf gestohlene Kunst, fünf Mech-Komponenten. Das ist richtig. Also hier liegen, glaube ich, fast 100.000 oder so in der Kiste. Aber das Problem ist, das ist alles Schmugglerware. Die kann ich halt nicht verkaufen irgendwo im Moment. Okay, hier war ich überall drinne. Keine Ahnung, ich geb's auf, ey. Ich finde bei dem Planeten nicht die letzten beiden Tiere. Vielleicht Wasserbewohner, du kannst in dem Spiel nicht tauchen. So. Wait. Verkaufen. So. Ja. Oha. Okay, die hebe ich mal auf, die Hitman Mag Shot.
Okay, wir haben jetzt schon 200.000 Credits, Leute. Willst du irgendwas abladen? Die Handelsaufsicht sucht im... Du findest sicher was, was dir gefällt. ...251.000 brauchen wir. Geschäftsdistrikt. Sollte es bei deinen Geschäften mit dem Vertriebszentrum Probleme geben, lass es uns bitte wissen. Wir wollen uns laufend verbessern. Willkommen im UC-Vertriebszentrum. Kann ich behilflich sein? Hoffentlich wirst du fündig. So. Verkaufe ich ihr erstmal noch hier den Rest, den ich habe. So, jetzt kaufe ich von ihr wieder was. Und jetzt kann ich wieder weiterverkaufen. Schlangenöl, okay. Okay, gut. Wenn du noch was brauchst, komm vorbei. Du kannst fast überall Munition kaufen, Dennis. Verzeihung. Hoffentlich. Schön, dich wiederzusehen. Nee, das war ja nicht der Laden. Ich muss woanders hin. Hier ist der Laden. Hoffentlich findest du, wir haben alles, was du für dein... Sieh dich in Ruhe um. So. Helm. Zack.
So. Okay. Jetzt habe ich eigentlich alles, was ich so hatte, verkauft. Schön, dass du da warst. Also ich denke, in der nächsten Session werden wir das Raumschiff holen können. Heute werde ich das nicht mehr schaffen. Hätte ich noch einen Wein. Egal. Schiffsteile 7 Stück, sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, ich speichere an der Stelle. Für die Leute auf YouTube, wenn es euch gefallen hat. Wie immer, lasst gerne Bewertung und Kommentar da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. So, Chat. Und ich werde jetzt schon Feierabend machen. Denn ich bin dann morgen früh wieder am Start. Wir haben ja heute Vormittag schon 8 Stunden reingehasselt.